Ja. Edna bricht aus, komplett Lösung. Ja, was soll ich anders tun? Mit dem können wir auch nicht reden. Barmann, einen Drink bitte. Gedulde dich einen Augenblick. Ich bediene gerade diesen Herrn hier. Aber der hat doch bereits einen Drink. Sag mir nicht, wie ich meine Bar zu führen habe. Irgendwo müsste sich ein Bohnendip befinden. Bohnendip. Ich lese überall Bohnendip. Bohnendip. Okay, hier steht was vom Bohnendip. Versuchen wir mal das hinzukriegen. Ich habe keinen Bohnendip gesehen, aber vielleicht war er ein bisschen heftiger versteckt. So könnte man das Spiel voranbringen. Ein Dip. Ach, das ist hier der Bohnendip oder was? Na toll. Nehmen. Nice. Okay, da haben wir den Bohnendip. Den können wir jetzt einfach mitnehmen. Ohne dass sie rauskommt. Okay, und wenn er jetzt. Ja, aber was soll mir das bringen? Wenn er jetzt den Dip kriegt. Hallo Peter. Ich hab da was für dich. Das bringt dich gleich wieder auf die Beine. Bezweifle ich. Oh. Und schon ist er weg, der Peter. War wohl kein so guter Bohnendip. Na dann, aber jetzt können wir doch bestimmt. Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich. Was soll Ah, es denn sehr sein? gut. Ich hätte gern einen Kaffee. Einen Kaffee bitte. Steht nicht auf der Karte. Und wie das auf der Karte steht. Wirst Das du immer hingeschrieben. sehen. Witzbold, das ist nicht meine Handschrift. Das hast du selbst drauf geschrieben. Gib es zu. Verdammt. Jut. Brauchst du einen leeren Becher? Okay, das hatten wir schon. Der ist aus Plastik. Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich, was soll's denn sein? Stinktrink, ein Grog, ein Kaffee, ein Glas Wasser, ein Bidi-Bidi-Bu. Einmal die Komplettlösung. Ein Edna Surprise, bitte. Nichts, ich bin gar nicht durstig. Na, dann nehme ich halt einfach den Einen Stinktrink. Stinkdrink bitte. Ein Stinktrink kommt sofort. Wie nett, sogar mit Was wird Strohhalm. damit anfangen sollen? Aber es riecht hier so komisch. Ist jemand gestorben? Tja, ein Stinktrink. Strohhalm. Ich muss verrückt sein. Bah. I. Trink doch sowas nicht. Geht es dir gut? Edna, sag doch was. Die Rothäute haben das Fort umzingelt, Colonel. Oh, Gott sei Dank, alles wieder wie vorher. Alles Kann wieder er trinken? normal. Durchwachsen. Immerhin hast du ihn ganz leer getrunken. Ja, ich musste ihn vernichten.
So etwas Diabolisches wie dieser Stinkdrink sollte nicht auf Erden wandeln. Außerdem habe ich ihn nicht ganz leer getrunken. Die Fliege habe ich übrig gelassen. Stinktrink. Ja. Aber das bringt mir doch weit nach wie vor nichts. Irgendwas habe ich vergessen. Okay, so könnten wir vielleicht weiterkommen. Joa, ein bisschen Kombinierungsgabe heute. Jetzt haben wir eine Fliege. Bringt uns aber bis jetzt auch noch nicht weiter. Jetzt müssen wir erstmal zu Dr. Nock, Professor Nock. Sorry. Jetzt können wir doch jetzt bestimmt hier benutzen. Willkommen bei den Börsen-News. Oh yeah. Hier geht es nur um zwei Dinge. Die Börsen-News. Und verkaufen. Na toll. Kaufen und verkaufen. Kaufen und verkaufen. Na, da weiß ich, was ich damit anfangen kann. Kaufen und verkaufen. Gut. Jetzt können wir doch hier bestimmt wieder reden. Jetzt haben wir bestimmt eine neue Option freigeschaltet. Hallo? Hallo? Kaufen! Was sagst du? Kaufen? Kaufen! Kaufen? Nein, nicht mehr kaufen! Nicht mehr kaufen, nicht mehr kaufen! Was sagst du? Ach, ein Glück. Hallo? Hallo? Verkaufen! Was sagst du? Verkaufen? Verkaufen. Verkaufen! Verkaufen? Verkaufen! Verkaufen? Wirklich verkaufen? Nein, kaufen! Alles kaufen! 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 Was sagst du? Na, ein Glück. Okay, jetzt müssen wir ihn verstehen. Also als erstes Hallo? Reden. Hallo! Und wirklich das Kaufen bis zu Ende machen. Das kaufen! Was sagst du? Kaufen? Ja, kaufen! Kaufen? Unbedingt kaufen. Kaufen! Kaufen? Nicht vielleicht langsam verkaufen? Nein. Kaufen! Nein! Kaufen! Alles kaufen! 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 Was sagst du? Na, ein Glück. Hä, was? Das letzte war der ausschlaggebende Moment, sagst du? Puh, gut, dass ich da nicht abgelenkt war. Kaum auszudenken. So, und jetzt? Hallo? Hallo? Verkaufen. Was sagst du? Verkaufen? Ja, verkaufen. Verkaufen? Verkaufen. Verkaufen? Wirklich verkaufen? Ja, jetzt schnell verkaufen! Nicht mehr kaufen, nicht mehr kaufen! Was sagst du? Na, ein Glück. Aha. Hallo? Hallo! Kaufen, verkaufen. Kaufen! Aha. Was sagst du? Kaufen? Nein, nicht kaufen! Nicht kaufen, nicht kaufen! Was sagst du? Na, ein Glück. Was? Okay.
Hallo? Hallo? Ich verstehe nicht ganz. Kaufen? Was sagst du? Kaufen? Kaufen? Ja. Kaufen? Nein, nicht mehr kaufen! Nicht mehr kaufen, nicht mehr kaufen! Was sagst du? Ach, Mensch. Na, ein Glück. Okay, hallo? Ich glaube, wir müssen ihn zum hallo? Kaufen bringen. Kaufen. Kaufen! Was sagst du? Kaufen? Ja, kaufen. Kaufen? Kaufen? Kaufen. Kaufen? Kaufen? Nicht vielleicht langsam verkaufen? Sieh mal, Juppie, es ist ein Junge! Wie bitte? War nur ein Scherz. Ein Scherz? Oh nein, nicht schon wieder! Das Telefonat! Hallo, bist du noch dran? Hallo. Was sagst du? Was? Alles verloren? Ja, verstehe. Gut, bis dann. Und jetzt haben wir den. Wolltest du nicht telefonieren? Bitte. Ja. Behalte das Telefon ruhig. Oh nein. Ich ahne fürchterliches. Eine Sache noch. Lass mich in Ruhe. Ich muss über mein Leben nachdenken. Auweia. Der Arme. Gut, jetzt haben wir den Telefonhörer. Ich hoffe, der bringt sich jetzt nicht um. Telefonhörer. Erstmal mit alles noch kombinieren. Das Telefon ist hin. Mit dem Glas kann man immerhin noch die Nachbarn belauschen. Wir müssen jetzt unbedingt noch alles mit einem kombinieren. Ich sollte irgendwann ihre Angehörigen informieren. Sie ist tot. Warum gibt es eigentlich noch keine Telefonhörer mit Getränkehalter? Tja. Ich sollte die Polizei anrufen. Hallo, Polizei? Ich werde zu Unrecht in einer Irrenanstalt festgehalten. Hallo? Hallo? Hat aufgelegt. Das Kabel ist bereits zerschnitten. Tja. Das Telefon steht nicht auf der Karte. Ich habe trotzdem eins bekommen. Die Welt ist eine Castingshow und du sitzt in der Jury. Becherfon und Münztelefon sind leider nicht kompatibel. Sehr schade. Sieh nur, Harvey. Da hat jemand Vorsicht Frank auf den Becher geschrieben. Spiegelschrift. Das hier ist wirklich ein Irrenhaus. Nein. Verzierte Bemerkung eines sprechenden Stoffhasen. Jeder Sträfling darf einmal das Telefon benutzen. Aber mein Schläger braucht das nicht. Er ist schon cool. Joa. Der Stift ruft nur selten an. Er schreibt lieber. Auch wieder richtig. Captain Unbrauchbar kann sich leider nur in Telefonzellen mit Münztelefon umziehen. Aha, na dann kombinieren wir das mal mit der Gabel. Was war das? Hui, da war der Telefonhörer immer noch. Sehr gut. Ein hey, Münzschacht. Da ist eine Münze drin. Großartig. Dann nimm sie dir doch. Nimm sie, Edna. Wechselgeld. Großartig. Können wir sie wieder reinstecken? Na toll, jetzt ist sie futsch. Sehr gut. Wechselgeld. Können wir es immer wieder machen, oder? Nicht. Schade. So, mit der Gabel. Da fehlt was anderes. Stimmt. Münze. Sag mal, schielst du? So ein bisschen. Nicht. Die lege ich nicht wieder zurück. Ich habe sie ehrlich gewonnen. Jetzt haben wir einen Telefonhörer. Okay. Diese Option steht leider nicht zur Auswahl. Oh, mit Wählscheibe können wir noch alles. Du musst genauer zielen. Dann schaffst du es auch. Toi, toi, toi. Ja.
Diese Option steht leider nicht zur Auswahl. Okay. Mit der Münze können wir doch jetzt was anstellen. Dann haben wir doch jetzt was, was wir machen können.